müssen nächsten zwei Nächten. So ist es, ja. Gott sei Dank. Ja. Eine besondere Aktion, die es gegeben hat in dem Jahr, war die Charity-Aktion zugunsten der Schmetterlingskinder. Die armen Haschel, ja, muss man sagen, ja, die durch diesen Gendefekt, also eine besonders brüchige Haut haben, eine besondere Gewalt durchleiden müssen. Und weil sie halt so wenig sind, bis jetzt zu wenig Zuwendung gefunden haben, finanzielle. Und da hat es eine ganze Reihe von Salzburger Unterstützern und Sponsoren gegeben. Man kann sagen, unter der Federführung vom Salzburger Casino für diese Schmetterlingskinder. Ja. Und die Schlussgala, die ist jetzt im Casino gewesen und da ist Gott sei Dank ordentlich was zusammengekommen. Das Geheimnis der Schmetterlinge ist im Casino Salzburg an diesem Galaabend ebenfalls gelüftet worden, zumindest tänzerisch. Stolze Mütter und solche, die es noch werden wollen, haben die Bühne wohlwollend umringt, war ja auch berührend. Berührend und mehr als das ist auch das Schicksal der Schmetterlingskinder, die an dieser heimtückischen Krankheit leiden und für die auch die Kleinen getanzt haben, nämlich für die Hoffnung. Man lernt natürlich mit der Zeit damit umzugehen, aber wenn man dann sich überlegt, man könnte jetzt in 5 Jahren die Heilung bekommen, dann ist es natürlich eine wahnsinnige Aussicht. Man sagt zwar immer den Ärzten nach, dass sie ja in 5 Jahren, in 10 Jahren ist es soweit und das sagen sie alle 5 bis 10 Jahre, aber wenn man bei gentherapeutischen Ansätzen bereits am Patienten, mit dem Patienten arbeitet, dann ist natürlich die Möglichkeit, das ist ja schon die Basis, dass es gehen kann. Und wenn man das macht, das ist ein sehr gutes Zeichen. Also aus einem Schanzerl ist eine Chance geworden? Absolut, ja, das ist richtig. Ja. Dank der Spender wird ein Behandlungszentrum Ende 2005 eröffnet und steht Patienten und Forschern zur Verfügung. Das EB-Haus für die Schmetterlingskinder da in Salzburg, es ist ja nicht nur zur Versorgung da, dass man ihnen jetzt hilft, sondern einer der Ziele ist ja die Gentherapie. Und sollte es irgendwo auf der Welt jemandem gelingen, es zu machen, dann können wir das jederzeit sofort übernehmen und das wollen wir. Das wollen auch all jene, die sich ein Jahr lang mit Spendenaktionen und Veranstaltungen für die Schmetterlingskinder eingesetzt haben. Jeden Monat hat es eine Veranstaltung im Bundesland Salzburg gegeben, mit vielen Menschen, die spontan geholfen haben. Dazu an die 40 Partner aus der Wirtschaft, die sich in die Aktion Penta Peter Luder eingebracht haben. Die Initiatorin freut sich. Mit dem Geld kann man ja helfen. Mit dem Geld muss man helfen. Muss man helfen. Das kommt ja alles, das geht alles. Also das, was wir eingenommen haben, egal ob aus den Eintrittskarten, ob als Einspielergebnis auf unseren Promotion-Tischen, ob aus Versteigerungen, es geht 1:1 an die Schmetterlingskinder. Mehr als 80.000 Euro sind bisher, damit kann etwa ein hochmodernes Labor eingerichtet werden. Der Ausgangspunkt war eine persönliche Erfahrung, weil ich in der Zeitung gelesen habe, dass dieses Zentrum gebaut werden soll. Und ich habe mir das dann im Internet angeschaut. Und ich war dann so betroffen und ich habe mir gedacht, ich selbst habe 2 gesunde Kinder. Und ich denke mir, da sollte man ein bisschen demütig werden, ein bisschen dankbar und einfach was tun für die Kinder, denen es nicht so gut geht. Das heißt aber auch im umgedrehten Sinn jetzt, Ihnen geht es gut, dass es so gut gelungen ist, oder? Ja, es ist wunderbar. Ich freue mich so. Sie hat sich ein Glaserl verdient, wie alle, die zu diesem schönen Ergebnis beigetragen haben. Die Gala sollte auch ein Fest werden, ein Fest der Hoffnung für die Betroffenen. Dazu ein Dankeschön an all jene, die gespendet haben. Dazu hat man auch noch ein paar schöne Geschenke für Weihnachten ersteigern können, etwa die Skier von Body Miller oder auch eine Reise ins Tal der Schmetterlinge auf Rhodos. Viele bunte Flatterer haben daher den Abend im Casino Salzburg genossen, nicht nur, weil sie gefeiert und dabei Gutes getan haben, sondern genau deswegen. Guten Abend.